Ein wunderschönes Zurück hier, Folge 74. Ja. Jo. Ich habe mittlerweile, also das ist schon seit gestern. Gestern hatten wir eine Ascension angefangen, eine neue. Die habe ich schon wieder zu Ende gebracht. Und noch eine angefangen. Die habe ich heute früh zu Ende gebracht. Und das ist schon die dritte Ascension. Und bin schon wieder auf Level 200. Man merkt also, tatsächlich bei der dritten Ascension, nach zwei Transcension wird es schon merklich schneller. Ne? In der ersten Transcension, da hatte ich so knapp 1000 Hero Souls. Nee, stimmt gar nicht. Irgendwas zwischen 500 und 1000. Also unter 1000 halt. Und habe die dann gleich mal hier reingebuttert in unsere beiden Helden. Die sind jetzt jeweils Level 15. Aufgrund dessen hatte ich dann in der zweiten Ascension mehr als 1000. Das ist auch, sieht man auch hier. Und jetzt in der Ascension, wo ich schon wieder Level 200 komme, schaffe ich dementsprechend schon 2600 Hero Souls, weil er diese 1000 Hero Souls bereits als Puffer dient. So, weiter kommen wir jetzt aber erstmal nicht. Ohne Skills, das heißt, ich werde jetzt hier mal ein paar Skills aktivieren, vielleicht. Wobei er erreicht gleich Level 200. Ja, ich habe mittlerweile auch schon alle Helden hochgelevelt, ne? Also das hier ist der letzte von den ganz billigen Helden und er ist mittlerweile auch schon fast Level 200. Ja, und er ist ja denn der, den wir auch auf Level 400 bringen müssen, um dann auf Dreadnought umzusteigen. Von daher wird Dreadnought noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Mal gucken. Was ist hier schon wieder los? Oh, wir haben vier Dings, habe ich gesagt. Okay. Gucken wir mal. Gilded Damage. Okay. Lucky Strikes. DPS in Idle. Das ist cool. More Tether Schists. Chance of 10 Gold. Das hier geht so. Das ist ganz cool. Und die beiden hier, die sind so komplett. Naja. Die können wir stecken lassen. Prozent Gilded Damage, das ist quasi gar nichts. So, gucken wir mal hier, was welche Dinge für haben. Ja, gestern in der Aufnahme haben wir bis 130 geschafft. Und ja, heute werden wir eine ganze Menge, ne? Mal gucken, wenn wir alles bekommen. Tweebies. Dreadnought! Sehr schön. Wir sind noch Frostleaf. Dreadnought! Yay! Endlich mal ein paar gute. So, kriegen wir die aus. Schöner Tube. Mit dem B. Kriegen wir die auch schon wieder. Schöner Tube. Yay. So, wieder hier, ne? Da werden wir gleich mal hier ein bisschen, ne? Wenn wir hier gleich mal, ne? Ein bisschen nachhelfen. Ich könnte auch noch den zweiten Autoklicker mit dazu holen. Bop und dann bop. So. So, jetzt haben wir schon mal 3000 Euro Souls. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Ansonsten. Genau. Für den nächsten Boss nehmen wir den hier Lucky Strike. Den wird er zum Raucher. Ja, hier ist alles wunderschön, das gefällt mir. Und ja, tatsächlich diesen Bonus, den wir bekommen, wenn man die man hier unten gesehen hat. Man kriegt ja einmal die Hero Souls von den Agents als solches. Und kriegt man ja noch diesen Transcension Bonus. Und der wird tatsächlich durch diese Fischer hier auch erhöht. Und da wir dort ja weit über 100 bekommen haben, bekommen wir jetzt hier schon. Ja, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber viel. Deswegen wir jetzt bei dem zweiten oder beim dritten, bei der dritten Ascension schon 3000 Euro Souls bekommen. Wir
könnten doch einfach mal direkt eine Ascension machen. Ich rufe mal ganz kurz, das habe ich natürlich beschlossen, gut, klar. Mein Plan auf, was wir hier machen wollen. Das heißt, die Frage, sollen wir schon zu dir hier überwechseln? Ich meine, die ersten vier würden sich tatsächlich fast lohnen, aber die sind halt einfach noch zu teuer. Ich fülle einfach mal die ins Boot, mal gucken, ob wir die bekommen. Dann müsste ich aber tatsächlich wirklich eine Ascension machen. Weil 1000 Tiber Souls würde zwar erstmal reichen, würde aber nicht allzu weit reichen, ne? Von daher. Können wir zumindest mal schon mal gucken, was wir hier schon mal so bekommen. Ich kenne die englischen Namen nicht auch ganz auswendig. Bala, Fragworth, Mammon und Misa. Ach, hier, siehst du, den einen haben wir schon mal. Das ist nämlich der gute hier. Oh, Bala haben wir auch schon. Welche von ihnen nehmen wir zuerst? Mehr kritischen Click Damage und der bringt uns mehr Gold. Dann nehmen wir als allererstes mal den hier, ne? Easy. Mammon haben wir auch schon. Sehr schön. Ja, haben wir wieder ihn. Sehr schön. Wer fehlt denn noch? Oh, ach man, eh. Muss man ganz kurz gucken. Also, wir haben Baal, wir haben Marmor und wir haben Mies. Genau, es wird plus noch Fragworth. Der mit dem Click Damage allgemein erhöht. Fragworth. Jawohl. La la la. Fragworth. Ah, da ist er. Sehr schön. Bumm, schon 35 Euro Souls. Ah ja, wir werden immer teurer. Aber gut, damit haben wir zumindest schon mal die guten. Dann leveln wir die alle schon mal auf Level 10, damit wir alle auf die gleiche Basis haben. Wir können uns ja derzeit halt gerade problemlos leisten, ne? Zum Glück. So. Okay. Da haben wir schon mal ein bisschen Bonus. Quasi. Oh, wir sind stecken geblieben. Warum sagt mir das denn keiner? Und kein Primal. Dieser kleine Arsch. So, machen wir hier ein bisschen Kohle, ein bisschen Money, ein bisschen Cash. Siehst du, wir können jetzt hier garantiert schon wieder hochleveln. Ja, lol. Und Level. Achso, 1E35. Lol. Normalerweise bekommt man bei 25 Level nicht so gerade Zahlen, sagte er und guckte sich um und sah. Siehst du hier, normalerweise bei 25 Level gibt es immer so eine super ungeraden Zahlen. Aber die hier unten, die haben richtig schön saubere Zahlen. 1E35, 2E32, ne? Könnte ich alle Preise so schön sein? Das wäre schön. Verstehst du, weil wir so schön und schön und... Oh, ich hab schon wieder verkackt. Fuck, ich hätte das hier drücken müssen, bevor ich lieber deaktiviert habe. Naja, was soll's. Ein Boss schaffen wir noch, da haben wir die beide hier. Und dann machen wir einfach mal eine Ascension. In der Hoffnung, dass der nächste Boss überhaupt Primal ist, ne? Ist ja auch immer noch so eine Sache. Oh ja, kritischer Schaden macht mittlerweile echt Schaden. Wie stark wurde der denn jetzt erhöht? Kritisch. Hat man 250, ist gar nicht mal so viel, aber man merkt schon, bumm, wie der Balken wieder mit einmal drastisch runtergeht. Ich glaube, ich level die bei hier tatsächlich schon noch mal ein bisschen hoch. Ne, machen wir nach der Ascension. Boah, 100 Level kosten aber schon ganz schön viel, ne? Na gut. Oh, wir schaffen ihn sogar ohne Hilfe. Ist auch wieder kein Primal. Aber willst du mich hier Primal in den Arsch treten oder was? Arschloch. Ja. Ich würde halt gerne noch einen Boss schaffen. Also ein Primal.
10.000% plus Damage. Jetzt schon. Das geht schon. Ich meine, klar. Ne, für die, die die ganz moderne Version spielt oder die mobile Version, die auch aktuell ist, für die ist das hier immer noch ein Witz. Weil wir sagen, normalerweise kommt man gleich nach der allerersten Transcension, nach der allerersten Ascension, von der ersten Transcension, bereits pro Primal 10.000 Hero Souls. Ne, da ist das hier ein absoluter Witz, aber ne, verglichen hier mit unserer Situation bisher ist das schon ganz geil. Da kann man schon echt was anfangen. Geht schon. So. Wie das, der lohnt sich jetzt wieder so langsam mal hier mit der Verdreifachung. Wenn er gut Level 50 wird, halt leider auch immer teurer. Ne? Von daher muss man gucken, wie lange er sich lohnt. Aber noch ist er im Bereich, wo man sagen kann, das macht schon Sinn. Ich meine, jetzt wird es mich doch langsam, ne? Weitere 80% kosten jetzt halt schon 64 Hero Soul. Von daher muss man ab jetzt gucken. Aber irgendwann werden wir genug Hero Souls dafür haben. Ich meine, mal gucken, wie viel kosten 10 Level. Das geht ja tatsächlich. Könnten wir sogar jetzt schon leisten. Ha! Ja. Okay, in dem Sinne würde ich mal sagen, gleich kommt der nächste Boss. Dann gucken wir mal, was das für einer wird. Kriegen wir schon 25 Level? Nein, noch nicht. Doch, jetzt so? Sehr schön. Ja, sehr schön. Da, siehst du? Einfach mal 350 bereits Transcendent Power. Das ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir 3600. Mache ich einfach mal noch eine Ascension? Ja, ne? Ich bin so ungeduldig. Am liebsten würde ich. Ich würde aber halt auch lieber... Ne, ich will halt eine Ascension immer so schön möglich auskosten. Ach Goodness, was tue ich nur? Was mache ich nur? Genau, Gold von Treasure Chests ist natürlich geil. Aber es wäre natürlich noch geiler, wenn wir die Treasure Chests als solches natürlich erhöhen könnten. Aber das Problem ist, da sind dann leider die teureren. So, dann mache ich schon mal ein Häkchen ran bei denen, die wir bereits haben. Ich mache andersrum, ich mache ein Häkchen bei denen, die wir noch nicht haben. So. Easy. Achso, hier unten. Ja, Archive. Nee, der wie gesagt. Den machen wir ganz am Schluss. Steht da hier auch drinnen, ganz am Schluss. Agave ist halt so absolut, bis jetzt absolut unbrauchbar. Ich meine, gut, er würde schon tatsächlich Damage machen, weil wir haben ja glücklicherweise schon bei Dreadnought haben wir schon zwei drauf. Von daher würde er vielleicht tatsächlich sogar jetzt schon Sinn machen. Ne, das ist tatsächlich eine glückliche Begebenheit. Müssen wir mal gucken. Er wird natürlich auch mächtig teuer werden. Agave. Ach, vorhin hatten wir den gerade gehabt. Aha, lange wird's teuer. Och. Alter. Was tue ich hier gerade? Ich bin schon wieder dabei, hier Sachen zu verschwenden. Digga, jetzt kommt er nicht mehr. Da. Boah. Hallo. So. Weil ich glaube, in der nächsten Ascension werden wir dann durchaus ihn schaffen. Das sollte kein Problem sein. So, na dann machen wir hier ein bisschen hin. Ja, den Boss sollten wir schaffen. Natürlich kein Primal. Ach komm, wir machen eine Ascension. Easy. Okay, das heißt, neue Runde, neues Glück. Jetzt haben wir 4000 Hero Souls, die wir verplempern können. Das heißt, wo ist unser Neueinsteiger? Ganz oben, aber noch klar. So,
Jetzt geben wir allen nochmal 20 Level drauf. Was schon ganz schön teuer wird. So, das reicht auch. Ne? Wir wollen ja nicht übertreiben. Lass ich auch erstmal. Ach Mann, Alter. Dass man immer das Ding erstmal wieder aktivieren muss. Ey, das ist so. Wenn jetzt schon locker Level 15 oder so. Arschloch. So, jetzt noch? Achso, ja. Na, ihn könnten wir tatsächlich auch erhöhen. Allerdings ist das immer noch ganz schön teuer. Ne, wir lassen es einfach mal so. Wir lassen es einfach mal so. Einfach mal gucken, wie gut wir jetzt schon durchkommen. Ich meine, wir haben jetzt fast 500% mehr kritischen Damage. Das ist einfach mal heftig. So, muss mal sagen. Nein. So. Ja, wir sind mittlerweile so gut, wir können uns gleich von Anfang an immer 100 Level kaufen. Das ist ganz krank, weil komplett ohne alles, ne? Komplett ohne alles. Schaffen wir mittlerweile schon die ersten, ja, 20, 30 Gegner einfach so zu vermöbeln. Und in der Zeit gewinnen wir so viel, dass wir hier, wie gesagt, immer gleich 100 Level kaufen können, wie man sieht. Also, ist halt schon geil. Kann man nicht anders sagen. Sollen wir hier schon wieder bekommen? Achso, ja, Level 220 haben wir. Ach komm, alle. So, können wir nämlich gleich mal gucken, was hier abgeht. Und ich bin ganz ehrlich am Überlegen. Wir haben zwei. Wisst ihr was? Ich mach mal etwas, was ich eigentlich absolut gar nicht tue. Und zwar gebe ich mal ihm manuell zwei Dinger. Das wäre dann Shift, ne? Genau. Ich meine, 160 Hero Souls sind verkraftbar. Das kann man machen. Dann hat er nämlich jetzt auch schon wieder hier fast die, also mehr als die dreifache Stärke, weil plus 100%. Na, das ist schon, da haben wir schon mal richtig heftig auf die Fresse haut, Team. Das ist geil. Ja, hat natürlich wieder rausgenommen hier. Danke. So, dann leveln wir mal die ersten hoch hier. Dankeschön. So, sehr schön. Okay. Bald schon sind wir über Level 30. Ja, das hier. Ich warte echt nur darauf. Also, ne, gestern hatten wir ja. Da hatten wir drei Dings der Bums da. Also Söldner eher weniger, das sind eher so selbstmordgefährdete Selbstmörder. Da hatten wir einen, der sollte einen neuen Söldner holen. Dann hatten wir einen mit einer kleinen Quest. Und dann hatten wir noch einen, der auch einen Söldner holen sollte. Und heute früh gucke ich so rein und sehe einfach, dass die ersten beiden krepiert sind. Ja? Das heißt also, der erste ist beim Söldner holen selber schon krepiert. Und unsere kleine Mission, die kleine Goldmission, war damit auch Geschichte. Und dann hatten wir nur noch einen einzigen Söldner. Und ja, den habe ich dann, genau. Der hatte dann praktisch seine Mission abgeschlossen. Das heißt also, er selber hat halt noch gelebt und er hat dann selber Söldner produziert. So, das sind jetzt die beide. Und die muss ich jetzt aber auch erstmal wieder losschicken, neue Söldner holen. Das heißt also, ich habe quasi, ja, faktisch seit gestern Abend und für die nächsten, weiß nicht wie viele Stunden, absolut keine Söldner parat, weil die immer wieder krepieren. Ich warte persönlich echt nur noch auf den Zeitpunkt, wenn echt einfach mal alle Söldner krepiert sind. Einfach mal komplett alles und ja, dann frage ich mich, was mich dann passiert. Ob man sich dann neue kaufen muss, weil, wie gesagt, man kann sie sich auch kaufen für 40 Rubine. Oder ob man denn wieder einfach einen gleich geschenkt bekommt. Weil, ne, wenn man ja zum ersten Mal das Level erreicht, dann kriegt man ja einen Söldner geschenkt. Und ob das denn auch in dem Fall denn passiert, dass man praktisch immer mindestens einen hat. Ja. Ist einfach so wahnwitzig mit den Söldnern, ey. Oh Gott. Na gut, was soll's.
Nee, ich werde ja drüber meckern, sonst kriegt man nur Albträume. So, überall schon 100 Level. Alter, 5 Helden, wo wir 100 Level kaufen konnten. Holy moly. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum ich schon Level 200 war. Weil man sieht, die erste Ascension geht einfach ratzfatz durch. Da ist. Es ist ein Witz. Nicht die erste Ascension, die erst nochmal 100 Level. Das geht einfach ratzfatz durch. Tja, und dann haben wir unten ab Frostleaf dann wieder geglitten Damage. Ist auch ganz geil. Dann bin ich mal gespannt, wie weit wir in der Ascension jetzt kommen. Ich hoffe mal, wir schaffen so. Naja, also. 10.000 T-Bows sollten wir schon bekommen mit den ganzen Dingern hier. Das heißt, wir können dann tatsächlich erstmal hier alles schön hochleveln. Und dann irgendwann mal, ne, wenn die alle schon relativ hochgelevelt sind, können wir uns dann um die anderen drei hier kümmern. Beziehungsweise, ja doch, genau, um die drei hier kümmern. Die, wie gesagt, hier lasse ich erstmal alle komplett raus. Die sind erstmal komplett Geschichte. So lange, bis wir tatsächlich, ja, halt einfach so apostrophisch über eine, ja, keine Ahnung. Ja. So schaut's aus. So. Ein Fisch. Ist die Philobina Market mittlerweile? Oh, 29. Wir können eine neue Sandchen machen. Ah, nee. Es ist ja 50. Schon wieder. War gerade irgendwie hier bei 25, aber ist ja, naja, aus dem Quick Ascension. Ich meine, kann man tatsächlich machen, weil es gibt ja bloß noch die beiden Sachen, die hier Sinn machen. Ne? Entweder wir sparen auf einen neuen Autoklicker oder aber wir kaufen zwischenzeitlich immer mal so kleine Quick Ascensions. Ja. Ist schon krank. Ich bin aber mir gerade nicht sicher, weil hier steht gerade, dass man, wenn man eine Quick Ascension macht, man die hier, dass man die direkt in die Hand bekommt. Und das war ja auch bei uns so. Wir haben die direkt in die Hand bekommen, genau. Ich war mir aber irgendwie selber so, dass man die gar nicht direkt bekommt, sondern dass die Hero Souls, dass man die hier nur hier unten gut geschrieben bekommt und man dann praktisch ascenden muss, um sie zu bekommen. Das war mir irgendwie so. Aber gut. Dann könnten wir sie also doch direkt. Hätten wir also schon, wenn wir das Ding hier holen. Ja, wenn wir uns das Ding holen könnten, hätten wir quasi schon ja, fast 5000 Euro Souls. Aber bringt jetzt natürlich absolut nichts, weil, wie gesagt, allein in der Ascension kriege ich jetzt hier fast 10.000 Euro Souls vielleicht. Also auf jeden Fall weit mehr als 5.000, weit mehr als hier. Von daher ist das halt immer so eine Sache, das lohnt sich halt immer nicht wirklich. Von daher wäre halt das taktisch Sinnvollste tatsächlich einfach eigentlich nur noch hier auf einen weiteren Autoklicker zu sparen. Alles andere bringt halt nichts, weil das ist ein Witz, ne? Das kriegen wir in 30 Leveln selber, ne? Weil alle 10 Level, die man schafft, kriegt man ja ein random Guild. Und hier bekommt man einfach nur 3 dazu. Also genau das, was man in 30 Leveln schafft. Und 30 Level, das ist eine Arbeit von einer Viertelstunde. Dann bist du durch. Gut, außer du bist so schon am Anschlag und kommst so nicht mehr weiter. Aber ansonsten, das ist. Spätestens wenn du eine Ascension machst, bist du pro Ascension locker um 30 Level weiter. Und von daher erübrigt sich das Ding hier komplett. Das hier, naja, könnte man drüber streiten, weil man bekommt dann 3 Relikte, die man dann quasi wieder verkaufen kann, um damit vorhandene Relikte hochzuleveln. Muss man gucken. Aber man hat auch letztens gesehen, wenn man selber schon Relikte hat, die sehr viel hochgelevelt sind, dann brauchst du einfach, um sie noch weiter hochzuleveln, auch extrem viele andere, die du dann verkaufen kannst. Von daher ist dann auch das hier wieder, ne, ja, nur Rauch. Ne, das ist sowieso Quatsch. Also, ne, eine Stunde oder was hier sind, 8 Stunden. Ja, 8 Stunden eideln, hallo. Das ist ja nun wirklich jetzt nicht die, ja, super Sache. Und das hier wäre vielleicht noch so eine Sache, könnte man machen, aber da ist halt die Frage, ob das stackbar ist. Weil wenn das nicht stackbar ist, ist das auch kompletter Müll. Von daher bleibe ich bei meiner Meinung, das Einzige, was wirklich Sinn macht,
ist nach einer Transcension das hier und auch nur dann. Und ansonsten Autoclear, weil der bringt halt am meisten. Nicht umsonst ist er auch das einzige Item, was seltsamerweise pro Kauf teurer wird. Arschlöcher. Scheiße. So. Ups. Ja, mal verkaufen. Komplett vergessen. Oh, dick. Alter. 1, 2, 3, 4. 5. Achso, okay, schon wieder 5. Dachte schon mal, war schon mehr. So, dann sind wir schon wieder Level 60, Alter. Ah, oh mein Gott, das geht echt hart schnell. Gut, dann würde ich mal sagen, will ich euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Die Folge, ich meine, ist ja wieder einfach nur hochleveln, ne, kennt man ja. Von daher würde ich mal sagen, schauen wir uns V und dann sehen wir uns gleich zu Extermination Day für die, die das gucken. Ich muss immer überlegen, weil ich nehme erst die Folge auf und nehme dann Extermination Day auf. Aber ihr seht ja Extermination Day wahrscheinlich davor schon. Weil ich dir immer schon um 0 Uhr veröffentliche, die Doom Let's Plays. Also sehen wir uns dann gleich zur nächsten Klicker-Hero-Folge wieder. So. Also in 6 Stunden. In dem Sinne, schau mit V. Tschüss.